Der Marsianer rettet Mark Watney erzählt die auf dem gleichnamigen Buch basierende Geschichte von Mark Watney, einem Botaniker, der nach einer Notevakuierung einer bemannten Marsstation für tot erklärt wird und zurückgelassen wird. Ich garantiere euch, an irgendeinem Punkt läuft einfach alles schief. Bereit! Und dann sagt man, das war's. Vorsicht! Watney! Das ist mein Ende. Commander, Mark ist tot. Wir müssen sofort weg! Man kann das entweder akzeptieren oder an die Arbeit gehen. Das wird meine Crew ganz schön überraschen. Und die NASA. Und die ganze Welt. Aber ich lebe noch. Überraschung. Matt Damon als Mark Watney muss fortan allen Umständen auf dem Mars zu Trotz ums Überleben kämpfen und irgendwie versuchen, Kontakt zur Erde herzustellen. Dafür lässt er sich einige Tricks anfallen. Er baut zum Beispiel mit Hilfe seiner eigenen Exkremente Kartoffeln an, stellt in wilden Experimenten Wasser her und buddelt Atomreaktoren aus, damit er es warm hat. Anscheinend ist das so Daily Business auf dem Mars. Natürlich erleidet er bei seinem Versuch zu überleben immer wieder größere und kleinere Rückschläge, aber dennoch erzählt der Film durchweg in einer relativ positiven, gib bloß nicht auf, immer einen Schritt nach dem anderen Art und Weise. Deswegen kommt in diesem Film der Humor wohl auch nicht zu kurz. Hier und da gibt es Anspielungen auf zum Beispiel Herr der Ringe, die wohl auf Castmember Sean Bean zurückzuführen sind, oder Anspielungen auf das Marvel-Universum. Und dem selbsternannten Captain Blondbart kann anscheinend sowieso nichts auf dem Planeten die Laune verderben. Angenehm an der Marsianer ist, dass die Handlung nicht nur bei Mark Watney auf dem Mars stattfindet, sondern auch innerhalb der Erdatmosphäre wird für Spannung gesorgt. Jedoch bekommen hier nicht alle Figuren die Aufmerksamkeit, die sie verdienen würden. Der geniale Astrophysiker Rich Purnell zum Beispiel hätte die Chance auf die Rolle des liebenswürdigen Freaks gehabt, ist im Film aber nur knapp viermal zu sehen, bevor er harsch aus einem Konferenzraum geschmissen wird und man ihn fortan nur noch schweigend oder irgendwie nickend in einer Ecke stehen sieht. Und das, obwohl er den initialen Plan zur Rettung von Mark Watney hat. Auch die übrigen Crewmitglieder, die Mark Watney auf dem Mars zurücklassen mussten, werden ähnlich platt abgefrühstückt. Eine Liebesbeziehung zwischen zwei Crewmitgliedern ist ähnlich luftleer wie das Weltall und der einzige Deutsche an Bord ist eigentlich nur dafür da, um eine Bombe zu bauen. Aber wer jetzt glaubt, aha, dann wird der Facettenreichtum des Films so bei der Hauptfigur Mark Watney liegen, der täuscht sich leider. Mark Watney zeigt nämlich im Film bis auf nur ganz wenige Ausnahmen immer nur die Rolle des Mannes, der mit einer gewissen Handvoll Humor alles schaffen kann. Selbst wenn ihm seine gesamte Station mit all seinen Vorräten um die Ohren fliegt, nimmt er nur kurz Kontakt zur Erde auf, berichtet von seiner Situation und beginnt sofort das Ding wieder irgendwie zusammenzubasteln. Meistens bedient er sich dafür einer Rolle Gaffertape und das ganze Ding ist luftdicht. Diese Aussichten bleibt mir nur eine Option. Ich muss mich mit Wissenschaft aus der Scheiße ziehen. Aber jetzt versteht mich nicht falsch. Der Film ist wirklich super. Es gab nicht eine Sekunde im Film, wo ich mich gelangweilt hätte oder mir gedacht habe, der Film müsste doch jetzt endlich mal zu Ende sein. Ich meine, der Film hat immerhin 2,5 Stunden Laufzeit. Der Erfindungsreichtum von Mark Watney und sein unerschütterlicher Humor lassen einen nicht nur einmal im Film schmunzeln oder sogar laut auflachen. Alles in allem ist Der Marsianer von Ridley Scott ein wirklich sehenswerter Film, den man sich auf jeden Fall noch, solange er noch im Kino läuft, auch dort anschauen sollte. Es ist eine futuristische Adaption von Castaway, gepaart mit der Intensität von Gravity, die nicht ganz so abgefahren ist wie Interstellar, dafür aber noch einen Schuss Armageddon bekommt.